Willkommen zurück zu Let's Play World of Final Fantasy. Im letzten Part haben wir hier den kristallenen Turm weiter erklommen. Und wollen genau das jetzt fortsetzen. Da hinten habe ich, glaube ich, schon eine Truhe geöffnet. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier einfach hoch. Und ja, mal schauen, was uns hier noch so alles erwartet. Wir müssen auf jeden Fall noch mehr diese Items finden, um unten den Weg frei zu machen. Die Frage allerdings ist weiterhin, muss ich oben oder muss ich unten lang? Okay, euch beide hatte ich, glaube ich, schon mal. Ja. Das heißt, ich kann euch einfach wegballern. Oder auch nicht, weil ihr einfach überlebt. Das Einhorn war aber nicht so stark, sehr schön. Hatte ich doch noch richtig im Kopf. So. Immer weiter schön Stufen aufsteigen. Schön ein bisschen leveln. So, wo komme ich jetzt lang? Ich würde mal glatt behaupten, dass ich hier jetzt die Flatter brauche. Ja. Diesmal sogar unbedingt benötigt anscheinend. Um überhaupt weiterzukommen hier in diesem Ding. Nicht nur um Schätze zu finden. Interessant. Das ist, glaube ich, das erste Mal, oder? Kann das? Das erste Mal, dass man Flatter wirklich braucht, um weiterzukommen? Gott, was ist denn hier los? Gegen was war denn hier minus schlecht? Gegen Erde seid ihr sogar resistent. Na gut, dann machen wir erstmal Mini-Taura weg. Ja, treffen natürlich nicht. Und das Einhorn haben wir weg. Mal sehen, wo wir hinkommen. Au. Hab immerhin schwer gekontert. Das ist doch auch schon mal was wert. So, bitte einmal auf den Mini-Tauren. Sehr schön. Die werden jetzt hier ausgekontert wie sonst was. Und jetzt haben sie beide nicht mehr viel. Perfekt. Weg mit euch. Und meine Batterie ist fast leer. Nun, gut, dass ich da ein Kabel habe. Das ich da anschließen kann, auch wenn ich mich dann ein bisschen quersetzen muss. So, weiter die Treppen hoch. Machen gerade ganz schön Meter gut hier. So, eine weitere Truhe. Mit Balancehalter. Haben wir diesmal nichts. Also geht es diesmal wieder in die Mitte. Alrighty, let's go. Come on, bring it. Okay, ein Metrillriese ist das, glaube ich, oder? Oder war es ein Chromriese? Ne, Metrillriese war schon richtig. Dann haust du bitte ihn weg. Du haust das Einhorn weg. Und den Riesen kloppen wir jetzt so weg. Mit gebündelter Kraft. Au. Bam. Perfekt. ...26.000. Lohnt sich doch. So, einmal mehr die großen Treppen jetzt nach oben. Mal schauen, ob wir bald wieder solche Blitzbehemoths begegnen. Die mir dann wieder eins dieser Items geben. Scheinbar erstmal nicht. I'm sick and tired of this place. You're not allowed to be sick and tired. Okay, then I'm just tired. You're gonna have to stick it out, Lon. Okay, then I'm just sticky. If you're sticky, then would you glue your mouth shut permanently? Oh ja, Lon, also ernsthaft, du musst wenigstens jetzt hier mal durch diesen Ort durchgehen, also bitte.
Seid ihr mal kurz davor, ihre Rollen zu erfüllen oder was auch immer? Im Geheimnis auf die Spur zu kommen. Das trifft, glaube ich, ganz gut. Wäre doof, wenn du jetzt einfach aufgeben würdest. Da hinten sehe ich aber einen dieser Behemoths. Ich vermute mal, das bringt mich genau dahin zu ihm. Jawohl, ja. Hi. So. Jetzt schauen wir nochmal, dass wir euch hier ordentlich wegbekommen. Natürlich verfehle ich. Gegen was wart ihr so schwach? Gegen Erde. Also einfach weiter kreuzprügeln und draufballern. Crit. Ich fange schon langsam an umzufallen. Ich habe aber genug Zeit, um mich kurz aufzulösen. Mich dann wieder zu stapeln. Ohne, dass sie mich irgendwie dann einzeln angreifen. So, da haben wir einen besiegt. Und dem gehen wir jetzt einfach so aufs Gesicht. Sollte eigentlich mal kein Problem sein. Ich trinke derweil einen Schluck. So. Da haben wir die auch erledigt. Die Frage, die sich mir halt weiterhin stellt, ist, müssen wir jetzt wieder zurück oder ergibt es mehr Sinn, oben zu bleiben? Wow. Okay, der bringt uns gleich wieder ein ganzes Stückchen höher. Da will ich mich doch kurz mal lieber hier umsehen. Wird es ja noch irgendwas. Aha. Ist das tatsächlich... Wo bringt mich das jetzt bitte wieder hin? Hä? Da war ich doch überall schon. Jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr. Ich hatte ich auch schon einmal. Stimmt, ihr wart in der Erinnerung. Jetzt habe ich halt kurz den Überblick gerade verloren. Wo soll und muss ich hin? Okay. Ja. Hier rüber, da konnte man damit wohin kommen? Einfach nur darüber, okay. Und der rote ist einfach nur der, mit dem es weitergeht. Alles klar, verstanden. Da habe ich kurz mal einfach komplett den Überblick verloren. Weil, als ich das eine Mal die Karte geändert habe, habe ich einfach nicht gesehen. So. Machen wir jetzt mit dem Einhornstapel kaputt. Und machen uns jetzt um den Stapel her. Mara, aber geh doch mal weg mit dem Zeug. Ist nicht. So, beim nächsten Kampf versuche ich mich mal ein bisschen zu heilen nebenbei. Ein bisschen Vitra einsetzen und sowas. Aber gehen wir erstmal weiter nach oben. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich nun hin soll. Ob unten ein optionaler Weg ist oder ob hier ein optionaler Weg ist. Deswegen müssen wir einfach beides durchschauen.
Und vorerst heißt es, dass ich nach oben gehe. Denn vielleicht findet sich hier irgendwann wieder ein Teleporter, der mich wieder nach unten zum Eingang bringt. Und dann kann ich nämlich schneller nach unten und muss nicht den ganzen Weg wieder laufen. Zumal vielleicht ja nochmal ein Dingens kommt. Noch so ein Behemoth. Sehr schön, Rain. Solche Crits nehmen wir gerne mit. Weil der anscheinend nicht mehr so viel gebracht hat. Ich glaube, auch ohne den Crit wäre er jetzt bei Rains Angriff raufgegangen. Der Crit hat gerade so also nicht genug Schaden gemacht. So. Schauen wir mal weiter. Who knew just how far the twin adventurers had come? Who indeed? Why are you talking in the third person? Gitama verspielt die Anspielung nicht. Also es ist keine direkte Anspielung, aber halt, dass man in sich sozusagen als Erzähler erzählt. Für sich selbst. So. Habt ihr irgendeine Schwäche, wenn ihr so seid? Feuer und Blitz. Schau mal, was wir da haben. Ein One-Shot für euch. Sehr schön. Ja, das ist mir gerade egal. Oh, ich treffe sogar. Hätte gesagt, weil Rain den Kampf eh beenden kann, selbst wenn ich nicht treffe. Aber gut. Hat sich ja so ziemlich erledigt. So. Und weiter nach oben. Immer, immer weiter. We must be getting near the top. This place feels less the welcoming the further we climb. The mirages are getting stronger as we go too. Yeah, stay on your toes. Use a teleport stone if you need to turn the back, and you can access the prism case via the seraphone. Ja. Immer wieder gute Tipps für solche langen Dungeons vor allem. So, hier können wir einmal rüber flattern. Dieses Mal allerdings wieder, in Anführungsstrichen, nur für eine Truhe. Für zwei Truhen sogar. Blitzmagneten und Eismagneten. Ja. Was hatte ich denn eigentlich noch so für Nebensachen? Heilquellen, Rotkappenwächter. 10 Sandwürmer. Erdmagnet habe ich, Windmagnet fehlt mir noch. Ich wusste, dass mir irgendwie Magneten fehlen. Leider keinen von den beiden, die ich gerade bekommen habe. Sei denn, das war gerade Erdmagnet. Ich habe schon wieder vergessen. Das war aber, glaube ich, gerade Blitz und Wind, ne? Ach, ich habe keine Ahnung. Haut mich, ich habe überhaupt nicht aufgepasst, was ich gerade bekommen habe. So. Hat der große Stapel eine Schwäche? Ebenfalls Blitz. Dann mache ich mal einen Rotzahn gegen euch. Oh, das war gut. Dann habt ihr auch eine Schwäche gegen Feuer, aber nur 50. Dann geben wir euch einen Blitzra. Weg. Dann geben wir euch gleich noch einen Blitzer rein. Oh, sie haben es trotzdem überlebt. Na gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ordentlich Verteidigung und haltet ganz schön was aus. Ja, sie haben es gesagt, die Miragen werden immer stärker. Die Miragen selbst vielleicht aber nicht, aber sie stapeln sich. Wodurch der Kampf an sich schwerer wird.
müssen wir da mal wieder so ein Ding zum Miragen draufhauen. Mach du mal bitte den Stapel da weg. Schaffen wir nämlich zum Glück One-Shot-mäßig. Du machst mal ein Vitra auf Rain. Und Rain haut das Ding weg. So. Schön. Sie steigen weiterhin schön Level. Miraborde. Nee, warte mal. Den Sucher will ich mal kurz. War da nicht Stufe 42 irgendwas? Aha. Bei Stufe 44 ist nochmal was. Kann ich jetzt zu einer Wache werden? Was auch immer die Wache jetzt ist. Wir werden sehen. Den kann ich nicht benutzen. 10 oder schwerer, 75 oder stärker Erdresistenz. Dann schauen wir doch mal. Wir beide keine Erdresistenz, also kann man den Behemoth draufsetzen. Du hast eine kleine Erdresistenz. Ja, beide eine kleine Erdresistenz. Das ist auch egal. Ich vermute mal, ja, 50. Ich komme nicht höher als die 50, okay. Ich kann den Kristall da aber auch nicht nutzen, ne? Dann muss ich wohl jetzt oder wohl oder übel doch ein Seraphon benutzen. Denn das Ding? Seraphon. Vielleicht habe ich auch gar keins mehr, das kann auch sein. Erstmal ist es definitiv nicht Teleport. Habe ich kein Seraphon mehr? Scheinbar tatsächlich nicht. Was bedeutet, ich kann nichts anderes machen, außer einen Teleportstein gerade benutzen. Das ist doof. Aber das kann ich leider gerade nicht ändern. So, dann verwenden wir mal kurz das Tor, gehen zurück nach Neuenwaldbergen. Und schauen mal. So. Come on. Well. Hier bekomme ich doch bestimmt ein Seraphon, oder? Da. Ja, Tatsache, ich hatte einfach keins mehr. Dann nehmen wir mal 3 Stück mit. Bitte, bitte. So. Abflug. Da rein. Und du kannst mir mal das Ding geben. Hoppsa, alle Gruppenmitglieder bekommen einen Fertigkeitspunkt. Oh, cool. Und Mira-Tresor, bitte. Dann will ich nämlich einmal bei dir schauen. Könnt jetzt einfach zur Wache werden. Interessant. Ich bleibe aber erstmal beim Sucher.
Und möchte aber auch noch was anderes machen. Was könnten wir nicht gebrauchen? Den Schneeschokobo erstmal. Bei einem bräuchte ich was mit 50. Schauen wir mal, ob ich einen finde, der 50 Erdabwehr hat und mittel ist. Du hast ein kleiner mit 50, das ging ja auch. Ja, dann nehmen wir dich mit. So. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder nach oben gerannt bin, weil das wird einen kleinen Moment dauern. Und ja, dann habt ihr wenigstens kein Problem mit dem ganzen Kämpfen. Also können wir ein bisschen Zeit sparen, sagen wir es mal so. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Sollten jetzt erstmal wieder genug Punkte für das Ding hier haben. Denn ich habe mir das Schokobuch mitgenommen. Und mit der Goblin-Prinzessin zusammen habe ich jetzt 75. Und jetzt brauche ich nur noch die Schwere der Last. So, bitteschön. Einmal alles drauf. Bam. So, okay. Damit haben wir das jetzt aktiv. Hier rüber. Ich könnte jetzt das Seraphon benutzen, eins von den dreien, die ich mitgenommen habe. Ich behalte das jetzt aber erstmal. Alrighty, let's go. Aber ich natürlich dementsprechend jetzt den Schokobo erstmal nicht mitleveln kann. Warte mal, was wart ihr schwach gegen? Auch gegen Feuer. Das nehme ich so. Und Blitzra gegen euch. Dann seid ihr nämlich weg. So, durchballern wir auch noch weg. Erstmal heilen wir uns ein bisschen. Läuft doch. So, schauen wir mal, wo uns jetzt der nächste Weg hinführt. Ich bin gespannt. Wir arbeiten uns immer weiter nach oben. Oh, das war nur ein kleiner, ne? Tatsache, zwei kleine. Oh, auch gut. Kusakätzchen. Ballern wir euch weg. Ach, jetzt sind sie einfach mal zigmal stärker als die normalen. Oh, die halten auf jeden Fall einiges aus. Man darf sie definitiv nicht unterschätzen. Komm schon. Ah, verdammt, jetzt greife ich. Na, verdammt. Na gut. So geht's auch. Bam, weg mit euch. Danke, schön. Gibt ihr mir jetzt auch eine Glassphäre? Ich habe auch gesehen, die großen Dinger sind wieder da, die anderen Kusamos. Aber die geben natürlich keine Glassphären mehr. Aber sie sind wieder gespawnt, nachdem ich den Turm hier verlassen habe. Das heißt, wenn wir dann nach unten gehen, müssen wir eh wieder gegen sie kämpfen. Gegen den, mindestens den einen, der noch da im Weg war. Ansonsten müssen wir mal schauen. Aber wir haben jetzt schon wieder zwei oder drei Glassphären. Ich glaube zwei. Oh. Where are we now? Wherever it is, it's the crawling with powerful mirages. I can feel it too. Let's be careful. Okay. Ich hoffe mal, dieser Teleportkristall da bringt mich wieder zurück. Das wäre ziemlich cool. Dann könnte ich nämlich jetzt schauen, nach unten zu gehen. Ja, perfekt. Dann haben wir den Kristall aktiviert und können jetzt nach unten.
Wunderbar. So, da haben wir den Kusa, den ich schon angesprochen habe, dass er wieder spawnt. Nichtsdestotrotz sollten die jetzt nicht das größere Problem sein. Bisher haben wir die immer ganz gut weggehauen. Das werden wir einfach weiterführen. Ah, hat sogar überlebt, verdammt. Weiß man, die Kusa beste noch an. Verdammt, so soll jetzt eigentlich die andere angreifen. Egal. So, machen wir schnell den einen K.O. Sehr schön, der schwere Konter trifft. Und jetzt hauen wir ihn einfach kaputt. So, sollte kein Problem mehr sein. Perfekt. Und das ohne Ends zu entstapeln diesmal. Recht praktisch. So, da haben wir nochmal Blitzmagneten bekommen. Hm. Interessant. So, jetzt wollen wir hier weiter nach unten. Ja. Bitteschön. Noch einer? Natürlich. Bitteschön. Ist da die Karte zu Ende? Tatsache. Wo kommen wir jetzt damit hin? Okay. Was sind wir denn jetzt? Ui. Oh. Ich würde mal sagen, eine XL-Mirage. Heilen wir uns kurz ein bisschen. Und müssen noch kurz ein bisschen unsere Mira-Board auf. Einfach zur Sicherheit. Ah, das ist der Statuswert erhöht. Alleine das hat sich doch schon gelohnt. So. Ich will mal eigentlich nicht weiter großartig trainieren, aber warum nicht? Quatschocho. Kriegst du auch nochmal ein bisschen Plus hier. Wenn das frei fällt, dann ist das da oben nicht weg. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Goblin-Prinzessin. So, was hast du denn noch hier so? Dann haben wir alles. Perfekt. Also machen wir nur hier noch das Zeug so ein bisschen. Prinzessin-Amulett. Oh. Du sagst auch noch blind. Nicht schlecht. So. Der Behemoth hat alles. Hier haben wir auch alles, ne? Jawohl. Das heißt, es bleibt nur was für dich übrig. Bei dir müssen wir auch an dir weitermachen, soweit ich mich recht erinnere. Jawohl, ja. So, Sucher. Jetzt auf 43. Mein XXL-Mirage ist immer noch so fragwürdig. War ich hier schon alles? Nee. Okay, es hat auch mehr als genug gekostet gerade. Gut, dann schauen wir doch mal. Mit dem legen wir uns in dem Part noch an. Und dann war's das auch.
Watch it. This will be a tough one. Huh? No way. So. Ich habe natürlich auch nichts Sinnvolles jetzt. Ich hau ihm einfach mal einen Kreuzprügel rein. Aha. Muss ich einen Volltreffer machen? Lande einen Volltreffer. Jawohl. Und das tatsächlich nur L? Das überrascht mich. Machen wir hier schön Kreuzprügel weiter, um weiter Crits zu landen. Und du darfst das Ding nämlich einfangen. So, weiter mit dem Kreuzprügel. Weiterer Crit. Und da haben wir ihn. Jawohl. Das war easy. Die Mirage wurde eingefangen. 44.000 dafür sogar bekommen. Und wir haben einen Titan. Cool. Ein Mirage, die aus Fels besteht und mit ihren mächtigen Fäusten ganze Berge zertrümmern kann. Der Titan wurde bisher übrigens immer nur oben ohne gesehen. Hm. Interessant. Maduin. Ah, das war die Beschwörung von Aiko. Glaube ich. Ne, nicht von Aiko, von Terra. Steingeier, Zorn, Geostoß, Erdstärkung, Stabilisator. Ultimativer Fokus, Chaoswelle, Tumultip. Oh. Hört sich interessant an. Könnte man sogar überlegen, mal mitzunehmen. Aber erst später dann. Bleiben wir im Standardnamen, da bin ich mir sicher. So. Gut, du hast Erinnerung Titan erhalten. Perfekt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir uns aufmachen, wieder nach ganz, ganz oben und schauen, was wir dort alles finden. Ich denke mal, ich laufe bis zum Sprecherkristall noch hin. Ja. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.